Ich hinterfrag's nicht, ich bin einfach froh, dass ich noch lebe. Ja, die torpedierten Haie sind da noch alle. Ja, gut, dass die Muränen mich in Ruhe gelassen haben. Muränen hasse ich als Gegner. Ich hätte damit gerechnet, dass da Schatztruhen sind. Frag mich, ob der Krake wieder in diesem Level angreift. Würde mich ja nicht wundern, Drecksding. Ah, Lebensenergie, super. Es wird mir ja schon reichen, wenn ich eine Schatzkiste finden würde. Da könnte ich wieder ein paar Upgrades machen. Ah, guck mal an. Eine Schatzkiste. Eine Schatzkiste mit zwei Bergen und einem tiefen grünen Tal. Gut, es gefällt mir. Ich finde es gut, dass ich sehr viel Gold gefunden habe, aber es gefällt mir nicht, dass ich so viel Gold gefunden habe, weil das meistens heißt, es ist irgendwas. Oha. Okay. Der Tod. einfach eine Darstellung vom Tod. Super. Aber jetzt weiß ich, einfach ins Untergeschoss gehen. Sandtiger, hey, Giftschlangen! So blöd. Ich hasse diese Dinger. Das ist das Sandtigerhai, das Kackding. Hoffentlich tut's weh. Alter, wie viel Giftschlangen. Ja, gut, klar. Enges Gebäude, da sind Haie nicht so effektiv. Giftschlangen sind hier dagegen echt nervig. Kann ich mir gut vorstellen. Rechts geht so weiter.
muss ein bisschen aufpassen mit dem Rand. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass der Tod auf einmal auftaucht. Das muss nicht sein. Da habe ich keinen Bock drauf. Ah. Kann ich hier unten vielleicht irgendwas öffnen oder ist da irgendeine Ecke, die ich nicht gesehen habe? Naja, Jula, jetzt gerade ist ja nichts. Ah. Na dann, tu dein Schlimmstes, Cthulhu. Ich bin ja schon asozial. Und wenn jetzt irgendwas hier reinkommt, dann habe ich natürlich Pech. Julia, der Paul hat gefragt, ob du mal Interesse hast, beim Podcast mitzumachen, wenn du dann den Rechner hast. Ich habe ihn gefragt, ob es für ihn in Ordnung wäre, weil er ist ja halt auch da Mitglied, er ist ja auch mit For You und ich treffe da die Entscheidung nicht allein. Und er hatte dann auch, er hätte sich halt auch gerade mit dem Grafikdesign und sowas mal unheimlich gern dabei. Ich bleib jetzt einfach hier unten in meinem Loch. Ich mach's wie bei dem einen Elden Ring Boss, wo ich einfach nur im Loch geblieben bin und nach ihm geschlagen habe. Das hat funktioniert. Oh nein. Gut, das ist nur so ein kleiner, das ist okay. Eieiei. Der war zu weit oben. Bis ich den getroffen hätte, die Harpune hat nicht so eine Reichweite. Oh Gott, das ist scheiße, was ich hier mache. Ich mach's trotzdem. Das ist mein Ausgleich zum Stress, den mir dieses Spiel beschert. Muss er eh gleich wieder raus. Wegen Sauerstoff und sowas.
Geh ich du? Oh nein, nein, kein Sandteil hier unten. Weg da. Sauerstoff ist 9 Meter da draußen eher. 9 Meter. Ach shit. Du kommst hier nicht rein. Wenn ich das für YouTube schneide, wird das die langweiligste Folge. Floh im Loch. Mit Harpune. Ich hab Angst, dass die Tür hinter mir einfach aufgeht und irgendwas reinkommt. Hallo? Und ab in mein Loch. Das hört sich an, als ob da irgendwas kriecht. Och nee, sag mir nicht, der Tod ist da oben irgendwo. Da ist er ja. So. Kommt die nächste Wanne? Au! Wo ist mein Loch? Ich weiß nicht, was das war. Ich gehe trotzdem in mein Loch. Komm schon, du Pisser. Wo bist du? Ah, shit, ey. Hätte ich nur nach oben geguckt, hätte ich ihn erwischt. Was war denn das gerade? Ich muss aufhören wegzugucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, geh weg, das ist mein. Das ist mein. Mikasa ist not Tsukasa. Oder wie auch immer man das sagt. Alter. Spanisch ist wahrscheinlich besser als mein Deutsch. Mein Englisch. Bam! Schlange erwischt. Sau. Ich hasse die Schlangen hier. Die ganze Zeit geht mein Telefon. Ich habe Angst, dass, dass da irgendwie was ist. Aber es geht. Es hat jetzt hier Vorrang hier. Egal, was da oben ist, geh weg. Oh, natürlich, kaum gucke ich. Ich wollte mal auf die Uhr gucken. In dem Moment natürlich schwimmt was vorbei. Oh, ich muss gleich wieder Sauerstoff holen.
Giftschlange, Giftschlange, lad nach. Shit! Ich hasse Giftschlange. Ha! Oh shit, ey, mir geht auch langsam die Munition aus. Wechseln wir mal auf Spezialmunition, da habe ich einiges. Also meine, ich bleib im Loch-Taktik ist gut. Ich muss nur immer wieder mal rausgehen, Sauerstoff holen. Ich krieg immer ein bisschen was gekillt in der Zeit. Nur nicht genug. Es wäre schön, wenn diese Waffe eine Peilsenderfunktion hätte, damit ich ungefähr weiß, wo der Gegner ist. Das wäre für mich sehr praktisch. Erwischt. Hallo? Everyone? Ich hab Munition geholt. Und schnell wieder weg. Erwischt. Ich mag dieses Geräusch nicht. Das klingt so, als ob da irgendwas ganz Großes wäre. Kommt schon rein, ey. Einer kann immer mal reinkommen. Macht's viel einfacher, euch abzuknallen. Es nervt. Es nervt. Kommt alle in mein Haus. Ach, die sind... Ah, das ist ein Sandhai. Nein, doch ein Sandhai. Zwei Sandhai. Und noch eine Giftschlange habe ich gerade gesehen. Muss der hier in mein Loch reinschwimmen? Oh shit, Giftschlange. Neue persönliche Bestleistung, ui.
wenn man in ein Loch reinguckt, muss halt damit rechnen, dass es weh tut. Oh shit, ich sehe gerade erst, dass ich meine Waffe gar nicht nachgeladen habe. Oh, Glück gehabt. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Hallo? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Wahrscheinlich war es einfach, weil ich mich so eingebunkert habe, dass ich lang genug überlebt habe. Würde ich jetzt behaupten.